Fiona Ritter. Und zwar mit dabei in diesem ersten Lauf der Sechste der letztjährigen deutschen Meisterschaften vom SXC Mettenstein, Jonas Lass. Auf der Bahn 3. Er ist der schnellste bisher in diesem Jahr in Deutschland mit 46,15. Thomas Schneider vom SC Potsdam. Auf der Bahn 4 steht ein Jugendlicher, er der zweitschnellste in allen Männern gerechnet, immer noch der Jugendklasse angehörig. Er ist der deutsche Jugendmeister des Jahres 2008 auf Bahn 4 von der Regionalliga Berlin, Marco Kaiser. Auf der Bahn 5, da steht der fünftschnellste Deutschlands, da steht der deutsche Jugendmeister 2008, da steht Pascal Nabo. Und auf der Bahn 6 außen der fünfte der deutschen Meisterschaften des vergangenen Jahres vom SC Magdeburg, Erik Krüger. 400 Meter der Zeitlauf der Männer präsentiert von der Brauerei Bischofshof. Das sind die schnellsten Deutschen in diesem Jahr. Auf der Bahn 3 und Bahn 4, Thomas Schneider, Marco Kaiser. Für die gilt, wie für alle anderen auch, 45,90 ist die EM-Norm für Barcelona. Oh, in den ganz stark. Und die Mettenstein, das ist Jonas Lass, dem schwarzen Trikot. Marco Ritter, du bist im Block unterwegs. Ganz der Zielgeraden. Da gibt es knapp zu. Außen, das ist Erik Krüger. Und jetzt ganz stark auf der Bahn 3. Thomas Schneider, der Potsdamer. Vor Marco Kaiser. 46,04, neue deutsche Jahresbestzeit für Thomas Schneider vom SC Potsdam. Klasse Lauf. Und Marco Kaiser, der Berliner, der hat gezeigt, dass er bei den Männern mithalten kann, hier als Zweiter reingekommen. Klasse Vorstellung auch von den Jugendlichen. Die 45,90 für Barcelona, die Jungs laufen müssen, da fehlen noch ein Halbzehntel. Da sieht man nochmal den Zieleinlauf oder die Zielgerade auf der Anzeigetafel. Schönes 400 Meter Rennen, gute Vorstellung.